Hier ist Matze Musche. Also, Matze, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Das macht man so. Danke. Ja, danke schön. Und dann, wir haben uns ja vor dem Spielcoach schon so ein bisschen angefrotzelt und so. Und dann habe ich dir irgendwie 11 versprochen, dass das funktioniert heute. Ich glaube, ein Tor, aber wahnsinnig viele schöne Zuspiele waren dabei. Heute so quer durch den Kreis, die habe ich so gesehen. Ich sehe immer mehr das Gute als das Schlechte. Deshalb bin ich auch kein Handballfachmann. Bist du selber zufrieden mit deiner Leistung heute? Ach ja, war nichts Besonderes, aber zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, gar nicht teilgenommen zu haben in der zweiten Halbzeit so, weil wir hatten halt irgendwie kein Tempospiel aufgebaut und da war noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber ich denke, das werden wir uns angucken und dann auch nächste Woche noch besser machen, dass da ja ein bisschen mehr Tempospiel hinzukommt, was dann den Außen auch entgegenkommt. Ja. Ist das wirklich so, dass bei einem ersten Spiel in so einer Liga, wenn man dann den Anpfiff hört, dann wird er heute gleich nach 4 Sekunden unterbrochen, weil irgendwo die Uhr stehen bleibt und so, dann denkt man sich schon, oh, das ist aber komisch heute. Hat man sowas im Gefühl oder ist das Quatsch? Naja, das erste Spiel ist halt immer aufregend. Man will wissen, wo man steht nach 5 Wochen Vorbereitung. Ja, man fiebert ja darauf hin und deshalb ist es schon immer besonders, natürlich. Und ja, das Spiel war auch komisch, weil wirklich so oft gewischt wurde und so oft unterbrochen und ja, man ist nicht so richtig ins Laufen gekommen, ins Rollen gekommen, aber ja, wir haben 2 Punkte geholt, das ist das Allerwichtigste und einen ersten Heimsieg gefeiert. Also ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt behaupten würde, das ist jetzt nicht gerade dein Lieblingsspiel heute gewesen. Ach ja, wichtig ist, dass wir gewinnen, wirklich, das ist einfach Fakt, aber man spielt halt auch gerne selber gut, das ist logisch, sonst ja, bräuchte man nicht hier sein, aber was zählt, ist der Sieg. Ein paar Spieler sind weg, darunter natürlich auch die Rakete Bartosz Jurecki. 3 neue Spieler sind da. Wie tickt die Truppe so irgendwie? Kannst du darüber was sagen? Ja, die Neuen machen einen guten Eindruck. Müssen natürlich noch ein bisschen Deutsch lernen. Also Jelko und Michael. Aber sie sind dabei und integrieren sich gut. Und das sieht ganz gut aus. Wie ist denn das, wenn ihr in der Kabine sitzt? Quatscht ihr dann schon mit Absicht auf Deutsch an und sagst, bleibt mal dran, Alter? Oder kümmert ihr euch da nicht untereinander drum? Ja, gibt solche und solche. Manche sprechen dann halt mit denen noch Englisch, aber ich zum Beispiel versuche wirklich viel mit denen Deutsch direkt zu sprechen, weil ja, umso schneller lernen sie es halt, ja, und das ist ganz wichtig. Gibt es eigentlich so Rituale, die manchmal auch bei diesen großen Nationalmannschaften oder bei großen Bundesligamannschaften im Fußball so gezeigt werden, dass halt neue Spieler irgendwas Ulkiges machen müssen oder sowas? Also ich habe das mal gesehen, dass manche müssen so Lieder singen oder sowas. Ich sehe schon an deinen Lippen. Also selbst wenn ich es wüsste, ich würde es dir nicht sagen. So siehst du gerade aus. Also ulkig war es nicht, aber wir hatten einen Mannschaftsabend in Hannover und da kamen auch 1-2 Aufgaben auf die Neuen zu. Ja. Und? Was war das? Ja, verbunden mit Bier. Ging es nur um Trinken oder war da auch so Balancieren und sowas dabei? Nee, war nichts Besonderes, keine ulkigen Sachen, nur halt. Wir haben da eine bestimmte Sache, aber ich denke, das ist ein bisschen mannschaftsintern, deshalb will ich da nicht zu viel verraten. Verrückt, ich hab's Ihnen gesagt, ja. Man fragt so bestimmte Sachen, ich bleibe immer dran und weiß auch, dass er mir nachher wieder in den Arsch kneift und sagt, oh, hättest du dir sparen können, die Frage, aber okay. Passt. Vermisst du die Vorbereitung eigentlich? Nee, das ist schon schön, dass es jetzt wieder losgeht, ja. Du hast halt viele Testspiele und viel Training und jetzt ist es halt so, dass du wirklich ja, dich auf die Bundesligaspiele freuen kannst und ja, für die spielen wir ja Handball, für die Bundesligaspiele. Das macht schon mehr Spaß. Hier vor einer vollen Bürtellandhalle ist sowieso immer schön. Und ja, das ist absolut schöner als die Vorbereitung. Hast du eigentlich was Schönes im Sommer gemacht, was du erzählen kannst? Hast du einen großen Fisch geangelt oder warst du beim Baden irgendwie der Schnellste, beim Seepferdchenschwimmen oder sonst irgendwas? Na, nichts Besonderes. Ich war bei 2 Hochzeiten, einmal von Dario Quenstedt und einmal von Tim Hornke und die haben wir ein bisschen gefeiert. Ist so total erzählt von 2 Hochzeiten, guckt uns alle dabei an, sie klatschen und strahlen alle. Ich würde einfach nur sagen, viel Glück fürs nächste Spiel, mehr Emotionen kann man hier nicht rausholen. Und vielen Dank, erzählen Sie ruhig weiter, dass der SC Magdeburg wieder dabei ist. Erzählen Sie es Ihren Freunden weiter, erzählen Sie es den Menschen da auch weiter, die noch nicht so oft hier in der Halle gewesen sind, dass das Ding hier immer voll ist. Und unterstützen Sie die Jungs auch extrem weiter, freuen sich auf den nächsten Fan-Talk. Und ich möchte auch noch Dankeschön sagen für die tolle Unterstützung heute am ersten Spieltag.